Merken Sie etwas? Da tut sich was in Berlin. Es ist Merkel-Dämmerung. Die Lemminge mucken auf. Und der Oberlemming, der heißt Horst Seehofer. Über Jahre hinweg hat er nur heiße Luft verbreitet, sich aber niemals getraut, in seiner Rolle als Merkels Abnickdackel jemals aufzumucken. Das ändert sich gerade, weil er eine Heidenangst vor einem Wahldebakel in Bayern hat. Und diese Angst, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ist voll und ganz berechtigt. Mit seinem Masterplan, wie er es nennt, behauptet Seehofer nun, wirklich in der desaströsen Migrationspolitik eine Änderung herbeiführen zu wollen. Sein kühner Plan soll es nun überhaupt erst ermöglichen, illegale Migranten an unserer Grenze zurückzuweisen, also an der illegalen Einreise nach Deutschland zu hindern. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, kein kühner Plan. Aber nicht einmal diese Minimaländerung ist Frau Merkel bereit zuzulassen. Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen und vor allem in Bayern kommt nun Bewegung in die Geschichte. Unsere Forderung, die wir seit langem stellen, Merkel muss weg, hat nun endlich auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erreicht. Es ist ein offenes Geheimnis, das mittlerweile überall in Berlin zu hören ist. Nicht nur Vertreter der CSU, sondern auch weite Teile der CDU folgen Merkel nun endlich nicht mehr und wenden sich gegen ihre völlig verfehlte, katastrophale Migrationspolitik. Merkel sitzt längst nicht mehr sicher auf ihrem Thron und kann nicht mehr wie bisher jeden Widerstand im Keim ersticken. Die Zeiten sind vorbei. Sie hat endgültig abgewirtschaftet und die Union in eine existenzielle Zerreißprobe geführt. Showdown in Berlin. Merkel oder Seehofer? Wenn Seehofer sich wieder einmal nicht durchsetzt, muss er spätestens dann, da er wieder mal nur heiße Luft verbreitet hat, seinen Hut nehmen und zurücktreten. Sollte er sich aber, und das ist inzwischen hochwahrscheinlich, durchsetzen, ja, dann ist damit erwiesen, dass Frau Merkel im Kernpunkt ihrer Politik die eigene Fraktion nicht mehr hinter sich hat. Die Frage ist dann, was macht eine derart von Partei und Fraktion entfremdete Kanzlerin? Darauf kann es nur noch eine Antwort geben, und die heißt Rücktritt. Es muss endlich Schluss sein mit diesem Albtraum der Kanzlerschaft Angela Merkels. Unser Vaterland braucht diesen Rücktritt dringender denn je. Frau Merkel darf keinesfalls mehr als Bundeskanzlerin zum bevorstehenden EU-Ratsgipfel nach Brüssel reisen. Horst Seehofer, wenn Sie das jetzt nicht schaffen, dann treten Sie zurück.